1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, Freitagnacht, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer freitags eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir plaudern, streiten, reden wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Paul. Nee, heißt gar nicht Paul, der heißt Michael. Wie komme ich auf Paul? Michael, 32 Jahre alt, hallo. Hallo Domian. Hallo Michael, den ich zu Paul gemacht habe. Kein Problem. Michael, um was geht's? Es geht darum, es ist eher ein sexuelles Problem. Ein sexuelles Problem? Das heißt, ich stehe seit längerem, stehe ich drauf, wenn Frauen Strumpfhosen oder Strümpfe tragen. Das erregt mich sehr. Aha. Also wenn, Moment, wenn die Frauen die tragen oder wenn du die Frauen Strumpfhosen trägst? Na, wenn die Frauen sie tragen. Ach so. Also ja. Du gehst über die Straße und siehst eine Frau mit einer Strumpfhose, was ja nichts Ungewöhnliches ist, und hast eine Freude. Das habe ich eine Freude, ja. Ja. Und das Problem ist jetzt auch, seit etwa 2 Jahren gehe ich selber im Laden, kaufe Strumpfhosen und ziehe sie an. Aha. Und ein Teil sagt mir, was machst du da, das ist nicht richtig. Und das andere Teil sagt, mach es, das erregt dich sehr und ja. Und ich weiß nicht, ob das normal ist oder. Ja. Also ich glaube, gelernt zu haben in den letzten Jahren, auch unter anderem in dieser Sendung, dass das so unnormal gar nicht ist, dass es sehr viele Männer gibt, die auf Damenstrumpfhosen stehen. Wie ist das bei dir? Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein, ich habe momentan keine Beziehung. Ja. Als du das bemerkt hast, dass du da drauf stehst, wie alt warst du da? Da war ich etwa 20 Jahre alt. Ja, und danach gab es dann schon Beziehungen? Danach gab es schon Beziehungen. Ja. Ich war bis vor 4 Jahren mal verheiratet. Mhm. Die Frau hatte davon gewusst, aber wollte nachher nichts mehr damit zu tun haben. Sie sagte, es sei abartig, das gehört sich nicht zu einem Mann und... Ach so, aber die hat nicht mitbekommen, dass du die Damenstrumpfhosen selbst auch trägst. Nein, das hat sie nicht mitbekommen. Das hat sie nicht. Die hat nur mitbekommen, dass du das scharf findest, wenn sie eine anhat. Das hat sie mitbekommen. Hast du sie denn dann ein bisschen bedrängt auch, dass sie beispielsweise in einer erotischen Situation die Damenstrumpfhose anlassen sollte oder dass das irgendwie mit eingebaut wird ins Sexspiel? Das nicht unbedingt. Ich habe sie meistens dann gefragt, ob sie nicht Lust hätte, das anzulassen, wenn wir Sex haben oder so. Und je länger, je mehr sie sich gewehrt hat, habe ich damit dann auch aufgehört. Ja, aber die Beziehung, die Ehe ist nicht an dieser Thematik gescheitert. Nein, ist nicht an dieser Thematik gescheitert. Ja. Jetzt seit einiger Zeit kaufst du sie dir selbst. Ja. Ganz normal im Kaufhaus und normal, ja. Schämst du dich da, wenn du die kaufst? Am Anfang habe ich mich geschämt, aber jetzt gehe ich normal hin, gehe sie kaufen, gehe an die Kasse, bezahle sie und dann gehe ich wieder. Und die Leute gucken dich auch nicht schief an irgendwie? Habe ich bis jetzt noch nie bemerkt. Na, die denken wahrscheinlich, du kaufst das für deine Freundin. Ja. Oder für deine Frau. Denke schon, ja. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das schon ein aufregend eine vorerotische Stimmung ist. Du kaufst dieses Zeug, du kaufst diese Strümpfe. Erzähl mal, wie es dann weitergeht. Dann trägst du sie nach Hause und dann? Wenn ich sie zu Hause, kann sein, dass ich sie auspacke, dass ich sie anziehe. Und je nachdem, entweder erregt es mich und dann fange ich an, mir zu onanieren. Ja. So ist es, also so läuft es letztendlich immer ab, ne? Dass meistens. Dennoch eine Erregung daraus entsteht. Ja. Oder manchmal trage ich es auch 1-2 Tage zu Hause, ohne dass eine Erregung entsteht, weil ich mich wohlfühle in der Haut irgendwie. Ja. Ziehst du sie manchmal auch unter deine normale Kleidung, wenn du in deinen Alltag gehst, zur Arbeit gehst oder sowas? Also normal mache ich das nicht, außer wenn ich mal normal schnell einkaufen gehe in ein Lebensmittelgeschäft und so, dann habe ich meistens eine lange Hose an, dann sieht es ja niemand. Wenn die wüssten, was du da drunter hast, wenn du
Obst einkaufen gehst und Hackfleisch einkaufen gehst. Also, Michael, ich finde das alles noch im Rahmen des doch noch relativ normalen, wenn ich erstmal so sagen kann. Das ist, ich glaube, nicht pervers oder sehr abartig. Geh doch mal ins Internet und mach dich schlau. Ich glaube, es gibt sehr viele Foren, wo sich Männer treffen, die auf Damenstrumpfhosen stehen. Ja. Das Allerschönste wäre natürlich, wenn du eine Freundin finden würdest, die genauso, also die, was heißt genauso gestrickt ist, die zumindest das nicht abartig findet, ne? Ja, die dir da so ein bisschen entgegenkommt. Ja, das wäre das Schönste. Ich meine, könnte man ja auch mal verlangen, mal so eine Strumpfhose anzulassen. Ist ja nein, das würde ich auch nicht. Nee, du nicht, das ist klar. Aber sie könnte sie ja anlassen. Ja, ja. Ja, das wäre dir wahrscheinlich peinlich, wenn du dann vor der Frau in der Damenstrumpfhose rumlaufen würdest. Am Anfang vielleicht, aber irgendwann, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht mehr peinlich. Aber das wäre dir auch, das würdest du auch gerne machen, vor einer Frau in der Damenstrumpfhose. Auch mal, ja. Auch mal, ja. Aber da muss die Frau schon natürlich ein bisschen weiter gestrickt sein in dieser Thematik, dass sie dann sagt, okay, mach mal. Die muss so drauf sein, dass sie sagt, komm, wir beide kaufen uns mal so richtig schöne Damenstrumpfhosen und ziehen die gemeinsam an. Das wär's für dich, ne? Ja. Welche Farbe am liebsten? Am liebsten habe ich blau. Blau? Ja. Blau. Aber die findet man sehr schwer. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ungewöhnlich. Blaue Strumpfhosen. Blau. So taubenblau und dunkelblau. Die dunkelblauen, die findet man eher, aber so das hellere Blau, das findet man sehr selten. Ah ja, also helle Blau. Ja. Also Michael, ich find's doch okay. Wie gesagt, geh mal ins Internet und mach dich mal schlau und vielleicht nimm mal Kontakt mit anderen Männern auf. Ja. Ne? In diesem Sinne. Wohl. Alles Gute. Dir auch. Schöne Grüße in die Schweiz, ne? Du rufst aus der Schweiz an, das höre ich. Ich rufe aus der Schweiz an, ja. Schöne Grüße in die Schweiz. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, Domian, ciao. So, meine Lieben. Jetzt geht es weiter mit, ich habe übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein, wo der Michael das erzählt. Neulich hat mir ein Freund etwas gebeichtet, eigentlich nicht gebeichtet, sondern erzählt, was ich ganz putzig fand. Der ist mit seiner Freundin seit 3 Jahren zusammen und er sagte, ungefähr 90% der Sexualität, die beiden haben miteinander verlebt, genießen können. Die hat stattgefunden in einem doppelten Schlafsack. Also die stehen darauf, Sex zu haben, miteinander zu schlafen, in dieser kuscheligen Atmosphäre, eingebunden, eng in diesem Schlafsack. Und er sagte, es machte uns überhaupt gar keinen Spaß, im Bett oder was andere Leute gerne machen, im Freien Sex zu haben. Nein, es muss in diesem Schlafsack sein und dann wird der auch zugezogen, der Reißverschluss. Und dann geht die Post ab in dem Schlafsack. Wenn ihr vielleicht auch so ungewöhnliche oder ein bisschen abstruse sexuelle Angewohnheiten, sagen wir mal Angewohnheiten habt, dann erzählt mir mal davon. Ich finde das interessant und wir können ein bisschen drüber plaudern. Also wenn ihr ungewöhnliche sexuelle Angewohnheiten habt, dann ruft an, natürlich auch zu jedem anderen Thema. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. So, jetzt geht's aber erstmal weiter mit Christian. Und Christian ist 30 Jahre alt. Hallo Christian. Hallo, guten Morgen Jürgen. Jo. Und was geht's bei dir? Ja, ich bin Überbleibsel zum Thema Haut und Haar. Ich bin nämlich ein alter Wühler. Ich wühl gern in den Haaren. Ich gehe mal davon aus, in den Haaren von Frauen. Ja, richtig. So also, bist du. Ich habe auch schon mal bei den Männerhaaren gewühlt, aber meistens ist es doch in Frauenhaaren schöner. Ja. Wie? Du wühlst gern in Haaren? Du gehst über die Straße und wühlst in Haaren? Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendjemand die Frauen mehr oder weniger anspringe, weil sie jetzt eine tolle Frisur haben und das sind richtig schöne Löwenmähne oder Wühlmähne. Also ich muss dazu sagen, ich habe meine Freundin auf die Art und Weise zum Beispiel auch kennengelernt. Ach. Sie hat in dem gleichen Lokal gearbeitet wie ich. Ja. Und sie kam halt öfters mal runter dann nach der Arbeit und hat halt immer ja richtig schön volumenträchtiges Haar und auch nicht gerade wenige. Ja. Und ich habe halt mal gefragt, ob ich mal reinlangen darf. Und da hat sie halt am erst gesagt, nein, ich möchte sie nicht. Und darf ich mal reinlangen bei dir? Ist natürlich, ja, also die Haare. Das ist eine schöne Anmache. Ne? Darf ich mal reinlangen? Ein paar Monate später habe ich es halt dann nochmal probiert und da hat sie dann zum Beispiel gesagt, ja, ist okay, ich darf mal wuscheln und dann habe ich halt gewuschelt und dann habe ich halt richtig schön gewühlt in den Haaren. Wie kann ich mir die Haare von ihr vorstellen? So halb lang und so ziemlich aufgeföhnt oder wie? Das war damals ja lockig und schulterlang, also ein bisschen so über die Schulter und da kann man also so richtig, die haben also so richtig schön für mich eingeladen, um drin zu wühlen. Wie langst du denn rein? Wie wühlst du denn? Mit einer Hand oder mit beiden Händen so wie ein Friseur?
Es kommt drauf an. Also am liebsten jetzt erst einmal so zum langsamen Anfang des Wühlens mit einer Hand von hinten, vom Nacken hinten rein und dann so nach oben und dann zumachen die Hände und dann so richtig schön wuscheln und gleichzeitig die Kopfhaut massieren. Ist das was Erotisches? Ist das ein Fetisch? Eigentlich nicht. Also es hat jetzt keine sexuelle Komponente, weil sonst könnte ich zum Beispiel jetzt schlecht bei meinem Schwesterchen wühlen oder so. Ach so, das also machst du dann auch. Mhm. Ja, ich darf auch sozusagen fremd wühlen, da hat sie nichts dagegen. Also es geht ja wirklich nur so um das Gefühl, so in so Kopfhaare, schöne Haare, die weich sind, einfach da so die Finger durchgleiten zu lassen und wie du sagst, ein bisschen zu massieren und so weiter. Genau. Also es ist jetzt, wie gesagt, nichts unbedingt Sexuelles. Es bedeutet für mich in dem Moment, wo ich wühle, einfach Geborgenheit. Ich kann richtig gut abschalten. Aber was ich jetzt auch ganz vergessen habe, im Vorgespräch zu erwähnen, ich habe auch eine leichte Form von Tourette-Syndrom. Ja. Und dabei geht es mir auch richtig besser. Also ich kann da auch richtig gut abschalten. Also das ist teilweise auch wie Medizin für mich. Ne? Eine Entspannung quasi. Ja, total. Also ich kann da total abschalten. Auch wenn es mir zum Beispiel nicht so gut geht. Ich schlafe auch gern beim Haarewühlen ein. Also wie putzig. Wie putzig. Aber ich mich dann richtig schön fest. Also wenn wir so angekuschelt schlafen und ich habe noch die beide Hände in den Haaren. Also sie wollte dann mal nachts irgendwann mal aufstehen und wollte eine rauchen, aber es ging nicht, weil sich halt festgewühlt war in den Haaren bei ihr. Ich habe gerade so eine Assoziation, auch so ein bisschen was Animalisches, ne? So Tiere, Affen machen das ja auch, ne? Die krallen sich ja auch so ins Fell des anderen. Ja, genau. Ne, vielleicht kann man das im übertragenen Sinne auch so sehen und haben dann auch eine Geborgenheit. Aber wenn das nichts Sexuelles ist, könntest du doch rein theoretisch auch bei einem guten Freund wuscheln. Ja gut, also ich kenne 3 Männer mit langen Haaren, aber die sind jetzt halt sehr weich. Also die müssen schon ein bisschen fester sein, die Haare. Ach so. Ne? Die Männer würden sich wahrscheinlich auch wundern, ne, wenn du anfängst zu wuscheln. Ja, genau, natürlich auch. Wobei, für dich ist es nichts Sexuelles. Ich kann mir aber auch vorstellen, da ich auch mal Träger sehr langer Haare war, dass das auch was Erotisches hat, wenn da jemand so tief reingeht und die Kopfhaut massiert und dass man sich da schon auch im erotischen Sinne behaglich fühlt. Gut, ich meine, wenn ich jetzt bei meiner Freundin wühle, da wühle ich jetzt natürlich anders oder da natürlich auch jetzt, was weiß ich, beim Sex, dass ich jetzt meine Haare lang oder so, aber jetzt so, wenn ich jetzt bei anderen Leuten wühle, hat es für mich also absolut keine sexuelle Komponente. Also ist klar, lustig auszudrücken, ich habe da beim Wühlen noch nie einen Ständer so in dem Sinne gekriegt. Na, ich meinte aber auch die andere Person, vielleicht ist für deine Freundin das sehr erregend. Am Anfang hat es nicht gemocht, aber jetzt, wenn wir uns mal ein paar Tage nicht sehen, also da sage ich doch schon immer, Schatzi, dein Wühler würde so gerne in die Haare gehen, und sagst du dann auch am Telefon, ja, das wäre schön und so, ne? Also. Ist das so, wenn du über die Straße gehst und siehst irgendwie vornehmlich dann Frauen, die sehr schöne Wuschelhaare haben, einen tollen Kopf haben, dass du insgeheim das Bedürfnis hast, am liebsten würde ich jetzt hingehen und mal richtig in die Haare langen? Auf alle Fälle. Das Schöne ist ja auch, dass wir auch das sehr offen drüber reden. Also meine Freundin akzeptiert es, was ich auch sehr toll finde. Wir haben schwierige Zeiten auch hinter uns und wir reden halt über alles auch sehr offen. Und du darfst fremd... Ein bisschen zusammenhält. Ja. Und ich sag dann auch mal, oh, schau mal, Schatzi, die hat ja viele Haare, da würde ich jetzt gerne wühlen und so. Ne? Und dann sagt sie zum Beispiel auch, na, geh halt rüber und wühl halt und so. Ne? Ja, du hast ja gerade gesagt... Urlaub waren, da habe ich also auch so richtig schöne Wühlmähne gesehen und da hat sie auch, einmal wollte sie mir sogar ein Date verschaffen, also was heißt ein Date, ist jetzt übertrieben, aber halt wollte sie mir mal verschaffen, dass ich halt bei der Frau mal wühlen darf, aber die war dann dummerweise am nächsten Tag abgereist. Ja. Also in der Beziehung ist ja auch wirklich total witzig. Also ganz offen, und du darfst fremd wühlen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ja, aber erklärbar wirklich so mit so einer Behaglichkeit letztendlich, ne? Ja. Und eine Geborgenheit, eine Wärme, die damit verbunden ist. Ja, auf alle Fälle. Habe ich auch noch nicht so gehört, interessant. Danke für deinen Anruf, Christian. Jo, tschüss. Danke, ne? Mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, zum Thema Haut und Haare, das verfolgt uns ja jetzt schon wieder ein bisschen, gibt es auch Post, also Thema Haut und Haare, falls ihr heute Abend dabei seid und vorgestern nicht hier dabei wart. Wir hatten das Thema Haut und Haare. Und da möchte ich euch jetzt ein bisschen Post vorlesen, nämlich zu unserem Thema Haut und Haare. Peter aus Bochum nimmt Bezug auf die Anruferin, die sich die Schamlippen, Stichwort Haut, hat verkleinern lassen. Und er schreibt, ich finde lange Schamlippen hocherotisch und sehr sexy. Sie können mir gar nicht lang genug sein und kann deshalb überhaupt nicht verstehen, dass eine Frau sie sich kürzen lässt. Uns Männern muss es doch gefallen. Lieber Peter aus Bochum, es sollte sich auch bis zu dir herumgesprochen haben, dass es nicht um dich geht und nicht um die Männer geht, sondern erstmal um die Frauen, dass die sich wohlfühlen, dass es denen gut geht. Und dann geht's dir auch gut. Glaub's mir.
So, Markus, 29, aus Eisenach, schreibt, hallo Domian, ich möchte mich zum Thema unrasierte Frauenbeine äußern. Auch ich stehe, genau wie dein Anrufer, total auf unrasierte Frauenbeine. Meine Freundin hat stark behaarte Beine, die Haare sind schwarz, das turnt mich unglaublich an. Seit wir zusammen sind, rasiert sie ihre Beine nicht mehr, obwohl sie sich im Sommer schämt. Neulich hat sie zu mir gesagt, die Schämerei nehme ich gar nicht in Kauf, denn ich kriege ja so viel von dir zurück. Dann hatten wir ja den Stefan in der Sendung und der Stefan wollte alle Männer davor warnen, sich die Po-Backen zu rasieren, weil er das gemacht hat und es ist übel ausgegangen. Er hatte Entzündungen und eitrigen Ausschlag und weiß ich was alles und es gab ein langes Krankenlager. Dazu schreibt Paul, ich selbst rasiere mir die Po-Backenhaare und widerspreche Stefan. Bei mir klappt es wunderbar. Ich mache es immer mit Enthaarungscreme. Und meine Freundin fährt total auf meinen knackigen, babyweichen und glatten Po ab. Und Jeanette 23 aus Iserlohn schreibt, hi Domian, für mich ist die Haut das absolute Sexualorgan und viel wichtiger als die Vagina und meine Brüste. Den besten Orgasmus habe ich, wenn ein Mann es schafft, mich intensiv und lange und vor allem überall am Körper zu streicheln und nur zu streicheln. Wie anstrengend, Jeanette. Jeanette, die Frau mit dem Sexualorgan Haut. Jetzt geht's weiter mit Paul. Und Paul ist, hey, Paul ist 83. Hallo. Ja, da wirst du dich wundern, schätze ich. Ja, da wundere ich mich. Vielleicht nicht vom Stuhl. Nee. Ich hatte, mein ältester Gesprächspartner war eine Frau, die war 91. Ah ja, da bist du noch ein junger Spund gegen. Naja, gut. Ja, also ich bin direkt zur Sache gekommen. Bitte. Ja, ich möchte mich eigentlich nochmal verlieben. Oder ich möchte mich überhaupt mal in einen Mann verlieben können. In einen Mann verlieben können? Ja, und das ist das Problem in meinem Alter. Hast du denn dein Leben früher im Leben heterosexuell gelebt? Ja, ich habe eine Ehe gehabt. Ich habe zwei Söhne gezeugt, die inzwischen 50 Jahre alt sind. Und da ist einer von gestorben. Ja. Und habe dann aber so nach und nach, nach dem Tode meiner Frau, das war vor 10 Jahren, hat sich das ein bisschen gesteigert. Ich habe immer Kontakte mit jungen Männern gehabt, die aber vorwiegend auf, ich habe da zum Beispiel zwei Gefangene, zwei Mörder betreut. Das hat aber im Nachhinein, ist mir klar geworden, das hatte alles schon einen erotischen Touch. Ja. Den habe ich nur nicht zugelassen. Ich komme aus einer Zeit, wo man sowas ja tabu war. Ja, klar. Aber hallo, als du ein junger Mann warst, kamt ihr dafür in den Knast. Bitte? Ich sag, als du ein junger Mann warst, kam man für Homosexualität in den Knast. Nee, ja, sicher. Ne? Richtig, ja, das war ganz übel, oder, also... meine Schwiegertochter, die hat mir gesagt, ja, du bist höchstens bi, du bist nicht homosexuell. Na, aber ich bin jetzt so, die letzten 10 Jahre ist mir das ganz klar geworden. Also, jetzt bist du 83, was würdest du sagen, seit welchem Lebensjahr an ist es dir klar? Ach ja, das ist ja langsam geworden. Ich könnte gar nicht so punktuell ein Datum so nennen. So ungefähr. 10 Jahre, 20 Jahre. 10, 15 Jahre. 10, 15 Jahre. Ich habe inzwischen mal eine Affäre gehabt, insofern, als ich in Kontakt hatte mit dem jungen Mann. Die war aber ganz rein geistig. Ja. Da tat sich also körperlich überhaupt nichts. Ja. Und das Dumme ist jetzt, ich stelle auch gewisse Ansprüche, weil ich gerne lese, gerne klassische Musik höre. Und die Kombination, dass man was fürs Bett findet und da... Die ist in meinem Alter ein bisschen schwierig. Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Ich kann es mir überhaupt gut vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man in doch einem beachtlichen Alter von 83 noch einen Partner sucht. Und wahrscheinlich suchst du auch einen sehr viel jüngeren Partner, als du es bist, oder? Ja, also ich hab meine Anzeige aufgegeben, Domian, da haben sich zwei drauf gemeldet. Die waren 80 Kilo und beide. Und der eine war ein Metzger. Und also da konnte man jetzt ja nicht damit rechnen, dass man da auch literarisch oder in klassischer Musik so weiter interessiert ist. Ne? Nichts gegen den Metzger. Metzger ist ein ehrenwerter Besuch. 80 Kilo ist doch okay. Ist das zu schwer oder was? Ja, also, nee. 85 war. Und dann der zweite, der sich gemeldet hat, der war 90. Ja, das ist doch okay. Oder ist das zu viel? Ja, ich muss es gestehen, also ästhetisch spielen bei mir die Dinge wohl auch eine Rolle. Ja. Also, ja, ich meine, aber 80 Kilo für einen Mann ist doch, wenn er normal. Ja, aber wenn du die mal siehst, also ich habe der letzte, den mir geschrieben hat, da stellte ich mir vor, der hat, wenn der 1,80, dann hat der 10 Kilo Übergewicht, wo die da wohl stecken. Ja. Also ich merke schon, ästhetisch anspruchsvoll bist du nach wie vor. Möglichst das auch noch kombiniert mit der Liebe zur klassischen Musik. Ja, und Literatur natürlich auch. Ich habe gerade jetzt gelesen bei Dostojewski noch den Satz, wage zu lieben und wage geliebt zu werden. Ja. Und es dreht sich eigentlich um eine Liebe, die, ja, eigentlich kann ich es nicht anders sagen.
Jetzt sag mir mal nochmal mit dem Alter. Wie alt darf er höchstens sein? Ach, ich habe jetzt im Augenblick jemanden, der ist 56, der ist aber hetero. Also der macht mir einige Zugeständnisse, also ein bisschen, lässt sich von mir ein bisschen befummeln, aber da sind die Grenzen gesetzt. Und ich finde dich in der Tat schwierig und bin ich im ersten Moment auch ratlos, wo man in deinem Alter Leute kennenlernt. Ich glaube, in der schwulen Szene finden so alte Leute gar nicht mehr statt. Ich bin auch nicht der Typ, weil ich bin groß geworden in einer Zeit und in einer Zeit, wir ausgehen und sowas war alles gar nicht drin. Also dieser Umgang in Diskotheken und habe ich ja nie mitgemacht. Wir haben auf dem Land gelebt, ich war da Lehrer auf dem Land, habe also nie am gesellschaftlichen Leben, wie man das mal so allgemein sagt, teilgenommen. Ja. Kann also auf diesem Wege kaum Kontakte. Ja. Bist du Firm so mit dem Internet oder nicht? Bitte? Hast du einen Internetanschluss? Nee, das nicht. Handy ist der Gipfel, das ich ja. habe. Du hast gerade deine Schwiegertochter erwähnt. Das heißt, du gehst da ganz offen mit um mittlerweile, dass du... So ist es auch wieder nicht. Also im Augenblick, den ich habe, ja schon meine Schwiegertochter und dann ja meinem Sohn habe ich das mal angedeutet. Ja. Aber der sperrt, der blockt dann ab, der will da gar nichts von wissen. Der sagt dann, du musst dein Leben leben. Und hör mal, weißt du, was ich dir wirklich sagen muss? Dass ich das irre toll finde, dass du in deinem Alter noch so eine Kraft, so eine Vitalität hast und sagst, ich bin 83, ich möchte mich nochmal verlieben und ich möchte mich in einen Mann verlieben, obwohl ich gar keine... Mal in einen Mann. Finde ich absolut irre. Ich glaube, 95% aller Menschen in deiner Situation, die haben gar nicht mehr einen Elan dafür und würden sich das gar nicht mehr trauen. Ja, ich träume. Also manchmal rette ich mich in die Fantasie und sage, ja, sei froh, wenn du noch diese Gefühle hast, aber toll. Auf die Dauer ist das ja doch ein bisschen, hat man ja doch ein bisschen, naja, möchte man ja doch ein bisschen mehr. Ja, haben, ne? Das ist wirklich aber auch ein großes Problem. Ja, eben, das ist, darum ja, ich muss dir sagen, also ich versuche mich damit zu arrangieren eigentlich. Das ist nicht mehr. Ich denke nur, ich bin jetzt doch mehr ein Lehrstück für all die jungen Leute vielleicht. Wer weiß, was durch dieses Telefonat hier ausgelöst wird. In welcher Gegend wohnst du so? In welchem Bundesland, sagen wir mal? In Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen. Mettmann bei Düsseldorf. Ach so, ist ja gleich um die Ecke hier. Ja, ja. Wir wohnen ja genug Homosexuelle in Köln auch, also ja, ich da müssen wir doch irgendwas drehen. Der, von dem ich jetzt gesprochen habe, dieser Hetero, der sprach auch von Köln, der kennt auch Köln ein bisschen die Szene. Ja. Aber, weißt du, ich... Also erstmal von der Anlage her liegt mir das gar nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wie dir zu sagen, pass mal auf, geh mal in die Kneipe und die Kneipe. Ich wüsste es nicht. Nee, und dann, ja, vor allen Dingen, oder du wärst so exotisch, dass es dann doch wieder toll wäre. Ich sehe dann diese jungen Leute und denke dann, ja, nur, da wird ja doch nichts draus. Also, ja. Und es ist dann auch, baut mich ja nicht gerade auf. Nee, genau, das ist dann auch frustrierend. Da sieht man die Leckerchen vor der Nase, ne? Und man darf nicht ran, ne? Das habe ich ihm auch gesagt, das sieht er nicht ein, aber er will mir nur partout helfen und meinte nun, ja, ich sollte mal was, er will mich dann auch mitschleppen, ich sage, es hat keinen Zweck. Sag mal, jetzt bin ich... Die Sehnsucht nur noch größer. Und und die Traurigkeit dahinter ja auch. Ja, eben, ja. Also versuche mich damit zu arrangieren. Jetzt habe ich die grandiose Möglichkeit, da ich mit einem tollen, aufgeschlossenen 83-Jährigen spreche, auch, und ich glaube, das kann ich bei dir auch machen, die eine oder vielleicht auch zwei sehr indiskrete und intime Fragen zu stellen. Was mich sehr interessiert. Wenn man in dem Alter ist mit 83, wie ist denn das so mit der Sexualität? Hat man da noch viel im Kopf? Also davon, in den Fantasien? Von meinen Fantasien, Domian. Ich habe sehr intensive Fantasie. Also die ist noch da, da ist starke Fantasie. Ob die da ist. Gerade wo man jetzt die nicht ausleben kann. Nicht? Ist denn schlägt sich die Fantasie um auch ins Körperliche? Heißt das, onanierst du viel zum Beispiel? Ja, soweit überhaupt die Hormone noch was hergeben. Und darauf wollte ich hinaus. Das muss ich schon dazu sagen. Also, noch klarer gefragt. Kriegt man mit 83 noch eine richtig ordentlich knallharte Erektion? Nee, eigentlich nicht. Ich brauche gar keine Erektion. Es war immer bei mir schon so, dass ich sehr früh angefangen habe zu masturbieren. Ja. Und das ging immer ohne Erektion, ach, merkwürdigerweise. Ohne. Ja. Kam dann aber hinterher versteifte sich die ganze Sache ein bisschen. Ja. Aber für den Akt vorher reicht es eigentlich. Ich habe dann eben, ich denke natürlich, wenn ich jetzt mal mit einem Mann zusammen bin, da kann das ja anders sein. Genau. Es lag daran, dass du nicht den richtigen Partner hattest, weil du eine Partnerin hattest. Wenn du jetzt mit so einem knackigen 50-Jährigen zusammenkommst demnächst, dann hast du eine Bombenerektion. Könnte ja sein. Ich denke es immer, ich hoffe es vielleicht. Ja, aber hier ist ja auch das Problem, einen zu finden. Ja. Kannst du dir ja vorstellen. Sag mal, wie lebst du? Du lebst alleine?
Ja. Noch in einer Wohnung oder bist du in einem alten? Ich habe eine Wohnung, ich habe eine große Wohnung noch, die ich selber noch versorge. Und bist auch so noch gesund und fit? Ich habe bis jetzt eigentlich. Ich habe jeden Tag 2 Stunden. Ja. Immer noch. Ja. Ein bisschen noch. Naja, aber das sind alles so Dinge, die. Ja, wie gesagt, ich möchte mich einfach in einen Mann mal verlieben, weil mir das noch nie will, weil ich die Vorstellung habe, das würde mir was bringen. Nicht? Also das wäre ja wahrscheinlich für dich auch ein wahnsinniges Erlebnis, einmal Sex mit einem Mann zu haben. Unbedingt. Ja. Was du dir wahrscheinlich schon 100 Mal vorgestellt hast. Ja, auch noch. Ach, 100 Mal. 1000 Mal. Mit allen Varianten. Ich glaube, ich könnte manchem jungen Mann was vormachen. Also ich würde es dir wirklich von Herzen gönnen, Paul. Ich würde es dir wirklich von ganzem Herzen gönnen, dass du diesen Wunsch dir noch erfüllen kannst. Ach, ich habe ja gar nicht gedacht, mich zu dir vorzudringen. Also das habe ich gar nicht so ganz ernst genommen. Aber na, heute klappte das dann auf einmal. Ich denke, kannst du ja mal probieren. Pass mal auf, ich mache mal einen Vorschlag. Ich sage immer den Leuten, wir sind ja keine Kontaktbörse. Aber ich mache auch immer wieder gerne mal eine Ausnahme. Und bei dir mache ich jetzt eine Ausnahme. Wenn also jemand, den Paul, der 83 Jahre alt ist und ein verdammt netter Kerl ist, wie wir gerade mitbekommen haben, wenn er den kann, also ein Typ, ein schwuler Mann, wer den kennenlernen möchte, mailt uns doch bitte an domian@wdr.de und wir machen den Kontakt. Ja, da wäre ich dir ja sehr dankbar. Ja, das machen wir. Ist doch Ehrensache. Ist doch Ehrensache. So selbstverständlich ist das natürlich nicht. Also, ja, aber ich finde das schon. Im Hinterkopf hatte ich auch den Gedanken, vielleicht können die dir da in die Richtung ein bisschen helfen. Ja, das ist das Einzige, was wir machen können. Mit klugen Ratschlägen kann ich dir da nicht dienen, weil es ist einfach sehr schwierig in dem Alter. Da war ich mir klar. Ja. Nee, da war ich mir klar. Also Paul, wir machen das mal so. Wenn sich jemand bei uns meldet, kriegst du natürlich sofort die Mails oder wir rufen dich an. Ja. Und vielleicht bleiben wir in Kontakt und du erzählst uns in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, was daraus geworden ist. Ja, geht das dann aber telefonisch? Ich brauche ja meine Adresse nicht. Nee, wir haben ja deine Telefonnummer und dann rufen wir dich an, wenn hier was ankommt. Ja, gut. Okay? Ja, ich danke dir. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und nochmal die E-Mail-Adresse, falls ihr auch dem Paul oder für Paul euch melden wollt, domian@wdr.de. Hier ist Robert. Robert ist 30 Jahre alt. Hallo. Ja, guten Morgen, hier ist Robert. Hallo Robert. Ja, wir bleiben beim Thema Sexualität. Ja. Und zwar habe ich mich gerade beflügelt gefühlt von deinem Aufruf, sich über sexuelle Vorlieben zu melden. Ja, so Angewohnheiten, ne? Also ich fand das mit dem Schlafsack so putzig. Ja. Ich rede zum ersten Mal drüber. Ich bin gespannt. Deswegen bin ich auch sehr aufgeregt. Und ich fühle mich geehrt, dass du es hier tust. Vor der Riesenmenge, okay. Ja. Platt ernst. Ja. Ich stehe auf Birkenstock-Sandalen. Entschuldige bitte. Ja. Ich darf lachen, ne? Du, da hat deine Vorrednerin auch schon. Ja. Du stehst auf Birkenstock-Sandalen, was für mich der absolute Abturner ist. Ich finde die klasse. Ehrlich. Ich finde die super ästhetisch und toll und erotisch. Also bist du heterosexuell? Ich bin heterosexuell. Ja? Also eine schöne Frau mit Birkenstock-Sandalen ist für dich das Beste, was man sich vorstellen kann. Das ist klasse, ja. Also du könntest mir Frauen mit Pfennig absetzen und Tonnes hinstellen, würde sich überhaupt nicht regen. Und da stehe ich so drauf. Ich finde so die so richtig schicke, enge Pumps mit so ganz spitzen Absätzen hoch, finde ich genial. Ach, da verletzt man sich dran. Ach. Da gucke ich wie gebannt hin auf der Straße, wenn die Mädels damit rumlaufen. Aber bei dir ist es anders. Ja. Also es gibt ja verschiedene, es müssen erstmal die Originalen sein. Deswegen sage ich auch die Marke, also, es muss Birkenstock sein. Da steht ja an der Seite dran. Ja, ja. Am besten sind es, wenn es die geschlossenen sind. Es gibt ja auch offene Sandalen. Ach so, du willst den nackten Fuß willst du gar nicht sehen? Nö, der interessiert mich nicht sonderlich. Was turnt dich denn an dieser doch sehr, sehr bequem aussehenden, und die sind ja auch bequem, Form dieser Birkenstock-Sandalette dann an? Es ist erstmal, ja gut, es ist die Form, diese Form der Ästhetik, die sie ausstrahlen für mich. Ja. Sie müssen neu sein und völlig, am besten wirklich brandneu. Aha, warum neu? Schwer zu sagen. Ich find's wirklich einfach erotisch. Ja, also so ein bisschen abgelaufene, das mindert die Erotik dann wieder. Doch schon, ja. Also ich kann es rational wahrscheinlich gar nicht erklären, aber so wie manche Männer halt auf Pumps stehen, das nicht erklären können, sind halt diese Birkenstock. Am besten sind es die geschlossenen dunkelblau. Dunkelblaues Leder, also dunkelblau kein Leder, sondern Glattleder. Ja. Dunkelblaues oder dunkelgrünes Glattleder. Und echt, die gibt es auch in Lackleder? Nee, Glattleder. Ach, Glattleder, ja. Genau. Mhm. Und kennst du Burlington-Strümpfe? Nee, kenn ich nicht. Das sind Baumwollstrümpfe aus karierte Baumwollstrümpfe. Doch, jetzt wo du sagst, ja. Englischer Hersteller, ist so eine kleine Plakette auch immer drin. Jetzt stell dir diese Birkenstocks vor, mit Burlington-Strümpfen, Kniestrümpfen, in entweder dunkelgrün oder dunkelblau kariert. Der Reißer.
Das ist der absolute Reiz. Der Reiz. Also wenn meine letzte Beziehung zum Beispiel, wenn meine Freundin nach Hause gekommen ist von der Arbeit, nicht auf dem Sofa gesessen ja. und sie hat sich dann umgezogen in ihre Schlabberklamotten, das hat Birkenstocks dazu angezogen und lief an mir am Sofa vorbei. Ja. Hat sie keine Chance gehabt. Hör mal, du bist aber nicht Mitarbeiter bei Birkenstock und machst dir jetzt die Bombenschleichwerbung? Nein, ganz bestimmt nicht. Aber das ist krass, so, ich bin Medizintechniker. Ja. Das heißt, ich habe täglich in Krankenhäusern zu tun. Ach, da laufen die Leute ja, also ganz viele damit rum. Domian, das ist die Hölle. Jede, die Hölle. Fast jede zweite Krankenschwester hat doch sowas an. Ja, ich weiß. Und das Tolle ist ja, es ist wirklich, anscheinend ist es was Seltenes, weil du lachst ja auch drüber und du hast ja schon viel gehört. Ich glaube, das ist sehr selten, ja. Und das ist viel seltener als die Damenstrumpfhosen, Fetischisten. Ja, ja. Es fällt gar nicht auf, wenn ich den Leuten dann auf die Birkenstock-Schuhe schaue. Das ist mein Trumpf. Ich kann die Leute die ganze Zeit da anschauen. Aber mittlerweile trage ich immer lange Pullover bei der Arbeit. Nee, ehrlich. Also ich habe. Also ist es wirklich so krass? Du siehst das, so wie du es gerade beschrieben hast, und kriegst eine Erektion. Ich krieg eine Erektion. Wahnsinn. Doch, tatsächlich. Dann hast du zurzeit eine Freundin im Moment? Im Moment nicht, nein. Ja. Ich habe es auch wirklich noch nie bewusst verlautbaren lassen in einer Beziehung. Ich sag mal, ich kann tollen Sex haben ohne diese Schuhe meiner Partnerin. Du hast es der Letzten auch nie so richtig gesagt. Nee, natürlich nicht. Du hast gerade gesagt, du erzählst es hier zum ersten Mal, dann hast du es hier auch nicht erzählt. Ich fand es ein bisschen albern eigentlich. Oder ein bisschen peinlich. Nur bei dir hört man so unglaubliche Sachen, da dachte ich mir, da falle ich gar nicht auf. Dann wäre sicher doch für dich auch das absolut Abgefahrenste, eine nackte Frau in Birkenstock-Sandaletten ne? und du schläfst mit ihr. Ganz genau. Am besten darf ich ihr diese Schuhe auch noch langsam ausziehen. Ja. Und darf mich dann über sie hermachen. Machen hier gerade einen anspruchsvollen Porno, merkst du? Ja, du, bin ich über einen Katalog gestolpert, den habe ich mir aufgerissen. Ja. Ein großer Katalog eines Bekleidungsherstellers, der ausschließlich Garderoben für Ärzte und Krankenhäusern und Krankenschwestern und so weiter. Ja. Ist für mich ein Serai. Glaube ich, ja. Weil da haufenweise junger Krankenschwestern mit schönen, schlanken Beinen und Birkenstock-Sandalen stehen. Ziehst du die denn selbst auch gerne an? Ich habe auch welche. Aber das hat dann so eine autoerotische Wirkung, hat das nicht? Nee, man muss schöne Beine haben dazu. Ja. Ich finde nicht, dass ich besonders schöne Beine habe. Also es muss absolut verbunden sein. Eine Frau, schöne Beine. Mhm. Frau reicht schon aus erstmal, ne? Frau reicht aus. Sollen schlanke Beine sein auf jeden Fall. Wenn jetzt eine vielleicht nicht so schöne Frau dir gegenübersteht, vielleicht eine Krankenschwester oder was ich, irgendjemand in deinem Umfeld da, vielleicht auch ein bisschen korpulent und vielleicht auch ein bisschen älter schon, aber hat die Top Birkenstock Sandalette an. Turnt sich das dennoch an? Macht eine Menge Wett, auf jeden Fall. Ja, ist tatsächlich. Das finde ich sehr spaßig, ehrlich. Das finde ich cool. Ja. Ich habe, man kriegt natürlich sehr wenig davon mit. Ich habe einmal irgendwie im Netz auf eine Seite gestoßen, wo man sich so eine Filme kaufen kann. Von Frauen, die Birkenstocks tragen. Ach. Ja. Also man sieht dann irgendwie Bilder von Oralverkehr, aber man sieht auch immer diese Frau mit den Birkenstocks. Moment, das heißt, du bist nicht der Einzige. Es gibt, offensichtlich, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber es ist schon lange her, aber es gibt tatsächlich, habe ich so ein Forum entdeckt. Es ist wirklich verrückt. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und es gibt dann auch immer noch andere Leute, die es auch mögen. Mhm. Ich hätte jetzt so intuitiv gesagt, da stehst du relativ alleine, aber offensichtlich... ist das nicht der Fall? Ich war auf so einem Fetischportal und da ging es um Fußfetisch. Mhm. Das war so ein Index mit zig Seiten und unter anderem war da diese Birkenstock-Seite drin. Wie hast du das? Du bist 30, ne? Ja, 30. Wann, wie lange hast du schon? Ach, das hat sich so eingeschlichen im Prinzip schon seit 10 Jahren vielleicht. Ja. Das Verrückte ist wirklich, wie du es auch gerade gesagt hast, man kann es letztendlich nicht dezidiert begründen. Mhm. Ne? Wie du sagst, derjenige auf Pumps steht, ich kann das auch nicht erklären, warum ich das schön finde oder geil finde. Ich kann es nicht erklären. Ich finde es einfach so und es ist bei dir ganz genauso. Mhm. Also ich find das einen sehr schrägen Fetisch, den du da hast. Und auch keineswegs pervers oder so. Also ich, wie gesagt, ich habe wunderschönen Sex mit meiner Partnerin gehabt und keiner hat bisher Birkenstock getragen. Ich wünsche dir so sehr eine Birkenstockfrau. Ach, das wäre so toll. Ach, so eine richtig nette Birkenstockfrau. Ja, das wäre klasse. Ja. Am besten wirklich mit so einer riesen Auswahl und Kollektion genau. von den Schuhen. Genau. Ich darf mir dann immer so ein Pärchen aussuchen. Genau, wir stellen uns vor, ihr wohnt zusammen, ne? Habt einen riesengroßen Schuhschrank. Oh ja, geil. Und nur solche Sachen da drin, ne? Ja, ja. Wow, du gehst gar nicht mehr zur Arbeit. Ja, wahrscheinlich nicht. Robert, danke für deinen Anruf. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, hier ist die Annika. Hallo Jürgen. Hallo Annika.
28 ja. bist du? Genau, ja. genau. Und über was reden wir? Wir reden über meine Schwangerschaft. Ja. Und zwar bin ich mittlerweile zum dritten Mal schwanger. Mhm. Das war so nicht beabsichtigt, also mehr oder weniger ein Unfall. Ja. Mein ältester Sohn ist 2 Jahre und der jüngste 1 Jahr. Mhm. So, und dazu muss ich sagen, mein kleiner Sohn ist sehr schwer krank auf die Welt gekommen. Mhm. Also behindert auf die Welt gekommen? Oder? Nee, mit einem 6-fachen Herzfehler, oh. der lange nicht erkannt worden ist, mit nur einer Niere, mhm. die dadurch, dass der Herzfehler nicht erkannt wurde, nicht mit durchblutet wurde. Mhm. Also die Niere arbeitet nicht mehr richtig. Und mittlerweile durch 6 Operationen sind die Lungen ja sehr gereizt, dass er sehr oft Atemaussetzer und so weiter hat. Ach du lieber Gott, und er ist 1 Jahr ist alt. Genau, 1 Jahr ist er alt. Das heißt, dieser kleine Kerl hat schon sehr, sehr viel mitgemacht. Genau, genau. Mhm. So, und jetzt bin ich halt durch einen Unfall nochmal schwanger geworden. Weint da jemand im Hintergrund? Nein. Nee, ich meine, ein Kind zu hören, ein Baby weinen. Nee, nee. Dann nee, ist das nee. Was höre ich denn da? Eine akustische Täuschung, egal. Ja. So, und dann ist es halt jetzt so, dass ich durch diesen Unfall schwanger geworden bin mhm. und mir lange überlegt habe, ob ich dieses Kind kriegen kann mhm. oder nicht. War auch schon zu einem Termin zur Abtreibung, habe mich jetzt aber doch für dieses Kind entschieden. Ja. So, und gestern habe ich dann in deiner Sendung diesen Herrn gehört, der so gerne mal bei einer Geburt dabei wäre. Ja, ja, ich hatte gestern, ich sag's eben den Leuten, die gestern nicht dabei waren, einen blinden Herrn, der glaube ich so Mitte 50 war, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt er war, der hatte 3 Wünsche. Der wollte einmal nach Amerika, als Blinder. Das hat er sich erfüllt. Der zweite Wunsch war, er wollte gerne mal in eine Löwenmähne fassen, eines lebendigen Löwen. Sein Zoodirektor, seine Stadt hat ihm das ermöglicht. Und der dritte große Wunsch war, er wollte gerne mal bei einer Geburt dabei sein. Und da habe ich gestern aufgerufen, also wenn jemand schwanger ist und dazu bereit wäre, bitte melden. Genau. So war die Vorgeschichte. Soweit die Vorgeschichte. Und ich fand diesen Optimismus und diese Lebensfreude von diesem Mann so fesselnd und so ja. beeindruckend, dass ich mich darauf einfach mal melden wollte. Und? Denn uns ist dieser ganze Mut im Moment wirklich so weit abgegangen. Ja. Durch diesen ganzen Stress jetzt, durch diese weitere Schwangerschaft, was wieder sehr viel Probleme macht. Ja. Wo wir auch nicht wissen, ob dieses Kind jetzt gesund zur Welt kommen wird. Mhm. Und also, ich kann mir eigentlich kaum was Schöneres vorstellen, als einen so positiven Menschen auf meiner Seite zu haben. Also, das ist ja ganz verrückt. Das heißt, du machst dem Anrufer von gestern, der, wenn ich mich recht erinnere, Manfred hieß. Ich meine, ja. Das Angebot, dass er bei deiner Geburt dabei sein darf. Eventuell schon. Also, das es bleibt jetzt halt abzuwarten, ob es eine Kaiserschnittgeburt würde, dann halt natürlich nicht. Dann nicht. Annika. Ja. Kurzen Moment mal. Ich sehe gerade hier, meine Regie hat was ganz Geschicktes gemacht. Die haben nämlich jetzt den Manfred dazugeschaltet. Ja. Und der ist jetzt auch in der Leitung. Hallo Manfred. Hallo Domian. Hast du mitgehört gerade? Ich hab mitgehört, ist ja. das nicht wahnsinnig? Ja. Was sagst du dazu? Ich bin total überrascht. Ja. Gestern haben wir noch darüber geredet und ich war mir auch nicht so sicher, ob das vielleicht klappt. Und heute kriegst du schon das Angebot. Ja. Also finde ich ganz toll. Ich bin ganz überrascht. Also du kannst jetzt die Annika übrigens auch ansprechen. Wir sind jetzt in so einer Dreierleitung. Ja? Ja, das geht. Ja. ja. Hallo Annika. Hallo Manfred. ich fände es ganz gut, wenn wir uns in den nächsten Tagen mal kurz schließen würden. Ja. ja. Um nähere Einzelheiten einfach natürlich. Zu sprechen. Die Telefonnummern, die tauschen wir gleich aus. Ja. Die geben wir ja. euch. Annika, ich würde aber noch mal fragen, erklär es mir noch ein bisschen genauer, warum du bereit bist, einen eigentlich wildfremden Mann bei dieser intimen Situation dabei sein zu lassen. Ja, es ist einfach so. Laut Ärztenauskunft hätte ich gar nicht schwanger werden dürfen. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Also gar keine Schwangerschaft. Jetzt bin ich wieder erwarten und für alle aus unvorstellbaren Gründen schwanger geworden. Ja. So, das war erstmal eine riesige Schicksalssache ja. für mich. Jetzt bei der letzten Schwangerschaft hatte ich eine Hormonspirale eingesetzt, mhm. wo ich wiederum, also auf gar keinen Fall hätte schwanger werden dürfen mhm. und bin schwanger geworden. Mhm. Und wie gesagt, ich wollte dieses Kind erst abtreiben, weil ich gesagt habe, ich schaffe diese Belastung nicht. Aber die Frage ist, warum darf da jetzt jemand Fremdes bei sein? Dazu komme ich jetzt. Und
diese ganze Schwangerschaft hat so viel mit Schicksal zu tun und ist für mich eine so große Fügung. Und als ich gestern die Sendung gesehen habe und gesehen habe, dass ich damit vielleicht noch jemanden sehr, sehr glücklich machen könnte und auf der anderen Seite vielleicht von einer anderen Seite diesen Mut bekommen könnte, den mir im Moment keiner geben kann. Ja. Also weder mein Mann, der hat genauso Angst vor der ganzen Geschichte wie ich, noch meine Familie. Also wir sind alle natürlich emotional sehr, sehr eingebunden. Ich will dir sagen, ich finde das ganz toll. Das heißt, du hast auch so eine Hoffnung, dass so vielleicht so eine positive Ausstrahlung von Manfred ausgeht? Genau, weil ich ihn so positiv fand und so toll fand. Und dass du quasi ein Glücksbringer ist. Genau. Und ich habe gedacht, was Schöneres kann man ein Baby eigentlich nicht mitgeben, als einen Paten, der so positiv ist. Also Manfred, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ich höre zu. Ein tolles Kompliment, ne? Was Sie sagen. In welchem Monat bist du schwanger, Annika? Ich bin jetzt Mitte 5. Monat. Ja, es ist noch ein bisschen Zeit hin. Ja. Der Manfred wohnt in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und du auch? Nee, ich wohne in Niedersachsen. Du sagst ja gestern irgendwas von Niedersachsen. Ach, Niedersachsen war es. So war es, ich habe mich vertan. Genau, so war es. Also perfekt. Ja, also ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ja. Ungefähr eine Stunde entfernt. Ja, also da werdet ihr schon zueinander kommen. Das denke ich. So, ich sage nochmal zu dir, Annika, finde ich super nett von dir. Finde ich ganz toll. Und ich glaube, dass Manfred, dass du da jemanden sehr glücklich machst. Und das wäre schön. Dass das für den eine ganz tolle Sache ist und dieses Glück vielleicht für dich auch ein gutes Omen ist und für das Kind, was dann auf die Welt kommt. Genau. Ne? So, ihr beiden, lieber Manfred, du legst jetzt erstmal gleich auf und wir stricken euch dann zusammen, damit ihr euch dann kennenlernt und alles weitere besprechen könnt. Ach, das ist super. Alles gut. Und weißt du was? Und wir beide werden natürlich nochmal telefonieren, wenn das Kind da ist. Ja. Und wir drei können nochmal telefonieren und besprechen dann, wie es dann war. Okay? Okay. So machen wir. Liebe Annika. Ich wünsche dich alles Liebe. Dankeschön. Ihr beiden, macht's gut. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Das ist ja toll. Das ist ja wirklich toll. Das freut mich wirklich sehr. Habe ich gar nicht so gedacht gestern, dass ich so schnell eine Frau meldet, weil es ist ja doch ein sehr intimer Vorgang und da so einen wildfremden Menschen bei haben zu lassen, ist ja doch eher ungewöhnlich. Ich finde es toll und freue mich sehr für den Manfred. So, jetzt machen wir weiter mit Daniel. Daniel ist 17. Hallo Daniel. Und Steffi ist auch noch da, ne? Ja, die ist auch da. Die ist 30. Genau. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Können wir zu dritt reden? Oder musst du den Hörer immer rüberreichen? Sonst muss ich den Hörer mal rüberreichen. Gut, dann reden wir beide erstmal, Daniel. Ja. Über was reden wir? Und zwar habe ich, dadurch, dass ich mit dieser Frau zusammen bin. Mit welcher Frau? Mit der Steffi? Mit der Steffi, ja. Oh, mit großem Altersunterschied. Ja, genau, weil ich bin erst 17. Ja. Große Probleme mit meiner Familie bekommen. Weil die Steffi zu alt ist für dich angeblich. Ja, und weil das auch eine sehr gute Freundin von meiner Mutter damals war. Wie alt ist deine Mutter? 39. 39. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen schon? Ein Jahr und 3 Monate ungefähr. Und von Anfang an ganz offen oder erstmal heimlich? Nein. Erst heimlich, 9 Monate. 9 Monate. Also ist die ganze Sache noch gar nicht so lange publik? Nein, seit Dezember. So, und was sagt jetzt die Familie? Was sagt deine Mutter? Ja, das größte Problem ist halt, dass sie sehr enttäuscht war, dass sie ja vorher nicht gesagt haben. Mhm. Weil sie ja normalerweise davon ausgeht, dass ich mit ihr über alles reden kann. Mhm. Nur ist vorher auch schon so einiges passiert, halt auch mit meinem Stiefvater, ihrem Ehemann. Ja. Dass das Verhältnis nachher sehr schlecht wurde, nachdem seine eigene Tochter geboren worden ist, auch meine Schwester. Also zwischen dir und ihm war das nicht so der Knaller? Nachher nicht mehr, nee. Ja. Und weil ich halt nicht erzählen wollte, das mit Steffi, habe ich dann oft gesagt, dass ich bei Freunden übernachte oder so, um dann halt bei ihr zu sein. Also waren die erstmal sauer und deine Mutter auch sauer, dass du nicht die Wahrheit gesagt hast? Genau. Sind die denn, aber die sind ja noch weiter sauer, wie du es gerade angedeutet hast, dass es Steffi ist und dass es eben eine sehr viel ältere Frau ist, als du es bist. Ja. Wie sind ihre Argumente? Wie sind die Argumente deiner Mutter? Ja, halt hauptsächlich mit dem Vertrauen halt. Mhm. Und dass ich vorher auch in der Zeit nicht mehr so einen guten Kontakt da zu meiner Familie hatte, weil ich halt auch kaum zu Hause war. Verstehe.
Naja, noch die letzte Zeit. Und du sagst, deine Freundin Steffi ist eine Freundin von deiner Mama? Ja, jetzt nicht mehr. Aber war sie? Aber, ja. Mhm. Und die Steffi ist neben dir? Gib sie mir doch bitte mal, wir reden gleich weiter. Ja, einen Moment. Hallo? Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, also jetzt habe ich die Grundgeschichte gerade schon gehört von Daniel. Ja, genau. Wie war denn dein Verhältnis zu der Mutter von Daniel, bis die ganze Sache aufgeflogen ist? Also eigentlich ein sehr gutes Verhältnis so. Ja, also Freundin. Bitte? Also gute, relativ gute Freundin, kann man das sagen? Ja, kann man so sagen. Mhm. Und wir haben uns eigentlich auch viel anvertraut so und naja. Und dann ging das nachher aber auch schon wieder so ein bisschen auseinander, weil ich mich halt auch nicht mit ihrem Ehemann verstanden habe. Ach so, da waren auch schon so ein bisschen eine Distanz gab es da. Ja, genau. Ich habe mich langsam so ein bisschen wieder abgekoppelt, aber. Wie lange kennst du die Mutter von Daniel schon? Also ein halbes Jahr länger, so. Jetzt gut, glaube ich, 2 Jahre. Ach so, so ganz lange Freundin seid ihr nicht? Nein, noch nicht. Wie hat das denn mit dem Daniel angefangen? Bist du da die treibende Kraft gewesen oder ging es eher von ihm aus? Er war ja 16 erst, als es mit euch angefangen hat. Ja, er war 16 und er sieht aber auch nicht aus wie 16, er sieht eher älter aus, würde ich sagen. Ja. Also ich hätte gedacht, er wäre 19 oder 20. Ja. Aber das wäre noch zu jung gewesen trotzdem. Ja. Aber ich weiß nicht, er hat halt eine Ausstrahlung, die halt positiv ist. Also im Klartext, du als die Erfahrenere und etwas Ältere, hast du ihn angebaggert und an dich rangezogen? Was ja auch nicht schlimm wäre, wenn es so wäre. Nee, kann ich eigentlich nicht so sagen, weil wir haben uns erst viel unterhalten und das kam eher so von beiden Seiten, aber auch nicht richtig so, weil ich habe mich auch gerade von der Beziehung getrennt und da wollte ich mich jetzt halt auch nicht gleich wieder in eine neue stürzen oder, wie gesagt, ein Verhältnis anfangen oder so. So, jetzt lief das 9 Monate heimlich. Ja. In diesen 9 Monaten hattest du aber, wenn auch ein bisschen distanzierter schon, aber du hattest noch Kontakt zur Mutter von Daniel. Ja, genau. War das nicht immer für dich ganz so ein Konflikt, dass du das gar nicht erzählen konntest und dass du da auch das Gefühl hast, ich belüge sie irgendwie dadurch, dass ich sie eben nicht erzähle? Ist ja auch eine Form von Lüge, wenn man manchmal etwas verschweigt. Ja, ich konnte irgendwann auch nicht mehr so unter die Augen treten. Ja. So. Also, weil da stand ja halt Daniel immer dazwischen. So. Wie ist denn das Ganze aufgeflogen? Durch einen Freund von Daniel, der hat das dann alles erzählt. So. Und gab es eine Aussprache zwischen dir und der Mutter von Daniel? Nein, nicht richtig. Gar nicht. Nein, sie ist jetzt auf dich auch sauer? Ja, sie ist auf mich auch sauer halt. Weil, also eigentlich akzeptiert sie es dann aber auch wieder nicht und ich glaube, weil sie jetzt nicht mehr so das Verhältnis zu Daniel hat, so. Was ich eigentlich auch traurig finde. Ja. Ich finde es auch traurig, dass man deshalb so ein Theater macht. Ich meine, das ist doch klar, dass er das vielleicht auch erstmal verheimlicht, weil er Angst hatte, da die Freundin ist älter und ist die Freundin auch noch mit der Mutter befreundet, dass man da erstmal den Mund hält, kann man doch nachvollziehen. Eigentlich schon. Kann man doch eigentlich auch verzeihen, ne? Dass man eigentlich ist das kann ich auch halt auch nicht verstehen, ne? Ich wollte halt auch, dass wir alle zusammen an einen Tisch sitzen. Ja, genau. Und du meinst nicht, dass du bist ja nur die Ältere und auch die Erfahrenere, wie ich sagte, kannst du das nicht initiieren, dass das doch passiert? Es wäre doch viel schöner, wenn ihr mal richtig miteinander reden würdet und vielleicht euch sogar einigen könntet. Ja, also klar, von unserer Seite aus ja, aber ich habe, wie gesagt, ich habe ja auch noch einen Ehemann so, mit dem ich halt nicht so klarkomme. Ja. Und das geht halt, ich kann dazu nicht stehen, so ich komme mit diesem Mann einfach nicht klar. Steffi, gibst du mal eben den Daniel nochmal? Wir reden gleich nochmal kurz. Okay. Ja? Ja. Daniel, wie ist denn dein Verhältnis im Moment zu deiner Mutter? Ist das völlig abgerissen? Einmal im Monat sehen wir uns ungefähr. Ja. Und ist das für dich traurig? Ja, auf jeden Fall. Auch die erste Zeit nicht so, weil ich halt auch selber sehr sauer war, dass sie das jetzt so aufnehmen. Und ich habe gerade zu Steffi schon gesagt, ich finde die Reaktion von deiner Mutter auch übertrieben. Ich finde, da kann man vielleicht am Anfang ein bisschen sauer sein, aber irgendwie muss man dann auch mal 5 gerade sein lassen können und sagen, okay, komm, schwamm drüber und jetzt setzen wir uns alle zusammen. Wäre das eine Möglichkeit vielleicht von deiner Seite aus, dass du den Vorschlag deiner Mutter mal machst, komm, lass uns mal zusammensetzen, wir drei. Deine Freundin Steffi, Daniel und deine Mutter. Ja, der Vorschlag ist von mir selber auch schon gekommen. Hast du schon gemacht? Mhm. Ja. Aber. Und sie will nicht? Nee, nicht so wirklich Interesse. Mhm. Das finde ich sehr traurig. Das finde ich wirklich sehr traurig. Ich auch. Das heißt, im Moment kannst du gar nichts machen. Du bist erst 17. Das heißt, du bist ja dann auch aus diesem Elternhaus raus. Wie lebst du jetzt? Wohnst du bei Steffi oder hast du eine eigene Wohnung?
Nee, ich wohne bei Steffi. Du bist bei Steffi. Mhm. Ja. Mhm. So, das heißt, man muss ein bisschen abwarten, vielleicht beruhigen sich die Fronten ein bisschen bei deiner Mutter. Und vielleicht machst du dann doch nochmal nach ein paar Monaten nochmal eine Initiative. Dass du ihr sagst, das fändest du sehr schön und sehr wichtig auch, dass ihr doch zusammen redet und vielleicht schlägt sie dann drauf ein und lässt sich drauf ein. Ja, nur das Problem ist, dass sie halt von ihrem Mann halt auch sehr viel beeinflusst wird. Mhm, ja, aber es ist... Und sich sehr verändert hat. Naja, ja, aber es ist eine erwachsene Frau und du bist der Sohn und dann muss sie letztendlich für sich selbst entscheiden. Ich finde, du hast alles gemacht erstmal, was man machen kann und ich finde es traurig, dass deine Mutter so reagiert. Ja. Dennoch versuche es nochmal in ein paar Monaten, damit du auch für dich so sagen kannst, ich habe ja alles versucht. Ne? Ja, stimmt schon. Ja. So, Daniel, auch. Bei dir... Hm? Ich sag auch so bei Feiertagen oder so, wenn man Geburtstag hat oder meine Mutter hat jetzt auch bei Geburtstag. Ja. Das ist immer eine ganz komische Situation dann so. Ja, ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall auch gratulieren, ne, damit du auch gut dastehst, so für dich auch. Und dass du sagen kannst, ich habe immer alles richtig gemacht. Das ist wichtig. Ja, das stimmt schon. So, lieber Daniel, von dir verabschiede ich mich schon mal und kurz bitte nochmal die Steffi. Ja, einen Moment. Okay, tschüss. Tschö. Hallo. Also Steffi, ich hoffe, dass sich das vielleicht im Laufe der nächsten Monate oder im Laufe des Jahres doch einrenkt. Ja. Ich habe gerade zu Daniel gesagt, er soll nochmal nach ein paar Monaten nochmal eine Initiative starten, dass ihr euch zusammensetzt. In der Hoffnung, dass die Frau dann mitmacht. Ja, ich habe nur halt das Gefühl, dass es halt immer kühler wird, ne? Mhm. Also es ist immer mehr Distanz und... Aber dann liegt die Schuld nicht bei euch. Dann liegt sie wirklich nicht bei euch. Gut, ihr habt einen kleinen Fehler gemacht am Anfang, dass es heimlich gelaufen ist, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Deshalb straft man nicht so einen Sohn über so lange Zeit ab. Es ist immerhin ihr Sohn. Ja, eben. Ne? Ihr habt ja nichts Schlimmes. Halt alles Hals über Kopf so, ne? Ja, und ihr habt... sich hier einziehen und... Ja, klar. Ja, und ihr habt ja wirklich nichts Schlimmes gemacht. Das ist ja gar nichts. Eigentlich nicht so. Ich wünsche euch, dass es doch klappt. Dass die Mutter sich doch irgendwann eines Besseren besinnt. Alles Gute, Steffi. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Susanne, 25 Jahre. Hallo. Hallo Domian. Hallo Susanne. Um was geht's bei dir? Ja, ihr hattet doch eben den Brief, die E-Mail, wo die eine Frau schrieb, dass sie Haut erotisch findet. Genau sowas. Ja, genau. Ja, ich finde das so gar nicht. Jeanette aus Iserlohn war das. Wie, du findest das so gar nicht? Nee, also mich turnt das richtig ab. Wie? Das gar nicht. Du liegst, nehmen wir mal an, du liegst schön entspannt und entblößt auf deinem Bett. Ja. Und dein Freund streichelt dich, massiert deinen Rücken, liebkost. Gibt's nicht, nein. gibt's nicht? Nein, alles bloß das nicht. Ach. Ja, warum nicht? Erklär mal. Ich weiß nicht, ich hatte das mit 16, als ich das erste Mal... den Start zum Sex hatte, gemerkt, also das geht nicht. Das hat mich angeekelt und ich wollte das nicht. Also die Berührung, die gesamte Hautberührung. Genau, so dieses Beine aufeinander, Haut auf Haut, das geht nicht. Das geht nicht, also auch nicht Haut an Haut einschlafen zum Beispiel. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Und streicheln geht eben auch nicht. Nee, nicht so wirklich. Ja. Anekeln, sagst du. Kannst du es noch ein bisschen näher beschreiben, was das so für ein Gefühl für dich ist? Das ist einfach dieses, mir wird da wirklich schlecht von. Wenn das zu nah aufeinander ist, diese Haut auf Haut, so, ich kriege überall Gänsehaut und oh, nee, geht nicht. Na gut, also wenn man so ganz aneinander geklatscht liegt, kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Kann ich auch nicht nachvollziehen, aber vielleicht. Aber so eine schöne... Wenn man massiert wird oder leicht berührt wird, das funktioniert auch alles nicht. Das geht schon, aber ich muss es nicht haben. Ich kann mir weitaus schönere Sachen vorstellen. Wie ist das denn, hast du einen Freund im Moment? Ich bin verheiratet, ich habe eine Tochter. Hey, wenn du mit deinem Mann Sex hast, wie geht das denn? Wir sind getrennt durch eine Decke, in der ein Loch ist. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich nicht. Es geht anders nicht. Ihr habt eine Decke, wo ein... weil ein Loch reingeschnitten ist, damit eure Häute sich nicht berühren. Genau. Und dann ich geht's durch. Ich wollte keinen Sex ohne, und er wollte aber keine Beziehung ohne Sex und wir wollten auch Kinder, also ging das nur so. Und das heißt dann durch dieses in die Decke reingeschnittene Loch geht dann die Post ab? Genau. Und diese leichte Hautberührung, die ist dann okay? Das ist alles okay. Das ist okay und du hast dann auch sexuellen Spaß? Auf jeden Fall. Wie?
Wie weit geht die Decke denn? So bis zum Hals oder über? Ja, bis etwas über die Brust. Etwas über die Brust? Ja. Jedes Mal? Jedes Mal. Das ist also eure Sexdecke? Genau. Das ist irgendwann eine legendäre Decke? Die ist immer da. Wo liegt die denn immer bei euch? Die liegt am Fußende vom Bett. Achso. Bei uns gibt es nur Sex zu dritt. Das finde ich ja schräg. Das heißt, wenn einer zur Decke greift, weiß der andere schon, jetzt geht's los. So ähnlich, ja. Küsst du denn deinen Mann? Das schon. Aber er muss komplett angezogen sein und ich auch, sodass wirklich nur so... Im normalen Leben. Ich meine, aber während des sexuellen Aktes. Also ich stelle mir gerade, das ist ja schon filmreif. Eure Decke mit dem Loch in der Mitte? Ja. Er auf dir drauf, eventuell, oder umgekehrt? Ja. Ne? Darf er dich denn während dieser Aktion mit der Decke zwischen euch küssen? Ja, das darf er. Das darf er. Das geht schon. Ja. Aber der Rest, das passt nicht. Ich kann es gar nicht glauben. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit 3 Jahren. Und das macht ihr jetzt wirklich seit 3 Jahren so? Seit fünf Jahren zusammen. Seit 3 Jahren verheiratet. Da ist ja die Nummer von meinen Bekannten mit dem Schlafsack. Ist ja. Das finde ich voll normal. Ja, das wäre ja für dich die Hölle. Stell dir mal vor, man würde dich in einen Doppelschlafsack einsperren, nackt mit deinem Mann, Haut an Haut. Den würde ich ganz schön verhauen. Sag mal, als du deinem damaligen Freund das zum ersten Mal gesagt hast, dass du das nicht magst, wie hat denn der reagiert? Na, erst hat er mich angeguckt wie ein Auto und war dann der Meinung, er würde mich anekeln. Was aber nicht der Fall war. Nein, überhaupt nicht. Ich habe ihm das dann alles versucht so zu erklären. Ja. Auch, dass ich irgendwo auch Gründe dafür sehe, warum das so ist. Ja. Und habe ihm die alle erklärt. Was sind das für Gründe? Ich wurde als Kind von meinem Großvater vergewaltigt. Ah. So, und dann ich kann es mir nur so erklären, dass daher das einfach ein Problem ist, dieses enge Aufeinander. Das kann natürlich sein. Dann ist es auch nicht mehr lustig. Dann hat das natürlich einen sehr ernsten Hintergrund. Aber irgendwo ist es unnormal. Aber wir kommen damit klar. Ich habe lange eine Therapie gemacht. Ja. Und ja, er hat es dann verstanden und er hat sich dann halt überlegt, wie das trotzdem laufen kann. Das heißt, die Idee mit der Decke ist von ihm? Die kam von ihm. Und da hast du gesagt, wow, das ist es, das ist die Lösung. Ich habe gesagt, wir probieren es, aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Aber es ging super. Das heißt, wenn ihr beiden Hübschen auf Reisen seid, müsst ihr immer die Decke mitnehmen. Müssen wir, ja. Tut ihr nicht? Doch. Wenn wir jetzt so mal weg waren, dann ist die immer dabei. Aber wie gesagt, ich habe jetzt ein Kind und wir bleiben jetzt zu Hause. Gibt es denn vielleicht auch noch eine Reservedecke, falls die eine mal in der Wäsche ist oder so? Nein, nee, immer nur die eine. Ist das eine richtig dicke Wolldecke? Nee, eine dünne. Eine dünne Decke. Nee. Und die Freunde, die du vorher hattest, hattest du vorher auch schon Beziehungen vor deiner Ehe? Ja, hatte ich auch schon, aber die waren sexlos. Ach so. Wie gesagt, mit 16 hatte ich einmal den Versuch, aber das mochte ich so gar nicht und habe es danach auch nicht wieder versucht. Ja, und deine Alternative war, so wie du es gerade gesagt hast, entweder gar kein Sex oder Sex so, ne? Ja, für mich stand eigentlich fest gar kein Sex, nur für meinen Mann nicht. Ja. Ja, ich meine, wenn ihr euch da so arrangiert habt und das für ihn okay ist, kann er dich denn, ist das denn erlaubt? Darf er dich durch dieses Loch in der Decke, darf er dich da oral befriedigen? Das muss nicht sein, aber haben wir auch schon gemacht. Ist okay, geht. Ist auch im Rahmen des Möglichen. So, jo. Wenn ihr euch da arrangiert habt, ist es doch alles okay, finde ich. Ja, eigentlich im Großen und Ganzen schon. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer so weitergeht. Warum nicht? Weil ich das ein bisschen unnormal finde. Ja, oh ja, ja, sicher, natürlich, ja. Liebe Susanne, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir können du kannst ja gerne ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen. Möchtest du das? Ja, gerne. Gut, dann legst du auf und wir rufen zurück. Ja, tschüss. Dankeschön. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Uwe Petersen, Tim Stienauer, Pamela Koppay und Johannes Brachthäuser. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag. Nee, Quatsch, da ist ja Pfingsten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind wir wieder hier. Dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schöne Pfingsttage und freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.